Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück. Halt, bleib hier! Halt, stopp, stopp, stopp! Zu Everdream Valley für die Nintendo Switch. So, wir streicheln den Hund ganz kurz noch auf Stufe 3. Ich glaube, das geht schneller, wenn ich das so mache. Komm, such das Stöckchen, bring es her und dann bist du auf Stufe 3. Okay, jetzt sollen wir Hundeleckerli geben. Und dann später die Glocke, um Willow zu finden. Und jetzt folgen wir dem Hund. Bleib hier. Komm, bleib hier. Genau. Los. Such, such. Such die Kuh. Weiß zwar, wo sie ist, aber trotzdem, dass ihr es einmal seht. Ich glaube, in der Demo habe ich nur selber gesucht. Halte X zum Streicheln. Na komm, Willow. Komm. Mehr. Yay, wir haben es geschafft. Zum Reparieren. Nein, 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 nein. Oh, Willow, bleib hier bloß hier bleiben. Wenn Willow mir jetzt folgt, habe ich nämlich ein Problem. Da ist Willow wieder weg. Willow darf nicht nochmal abhauen. Okay, Willow schläft wieder. Ich glaube, jetzt sind alle Zäune hier wieder dicht. Jetzt kann Willow erstmal nicht abhauen. Ja. Das sieht doch gut aus. So, dann können wir uns jetzt auch ohne Probleme, würde ich mal sagen, hinlegen. Lass einfach mal so eine Nacht hinter uns bringen. Hinter uns bringen. Oh, Schatz, wie ich sehe, machst du dich schon fertig zum Schlafen. Bitte zieh das an, bevor du ins Bett gehst. Damit schläfst du besser, bestimmt. Und locke keine ungebetene Gäste in dein Bett. Rasselnde Kakerlaken unter dem Kopfkissen zu haben, ist wirklich keine Freude. Na toll. Deine Großeltern sind nicht mehr die Jüngsten, aber sie arbeiten weiterhin auf dem Bauernhof. Jeden Morgen geben sie dir verschiedene Dinge, die sie am Vortag gesammelt haben. Wie viele und welche Dinge sie bereithalten, hängt davon ab, was du selbst in den letzten 24 Stunden gesammelt hast. Um die Materialien zu sammeln, sprich mit deinem Großvater. Ende. Wo ist er denn? Hä? Bin ich blind? Da ist Großmutter? Ah, da in der Richtung. Hilfe auf dem Bauernhof. Bitte, Großmutter. Ich habe einige Dinge gesammelt, die du benutzen kannst. Bitte, Großmutter. Ich habe... Naja, okay. Schön. Willow ist bereits auf dem Bauernhof. Bravo. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Wir müssen ihr Gehege reparieren, damit sie nicht wieder davonlaufen kann. Bitte nimm diese Baupläne. Mit Hilfe der Werkstatt von der Scheune kannst du Zäune und Tore errichten. Errichte ein gesichertes Gehege mit Zäunen und Toren. Bringe darin eine Plakette mit dem Namen des Tieres an.
In einem Gehege können mehrere Plakate angebracht werden. Du kannst verschiedene Zäune kombinieren. Das Kuhschild muss ich aufstellen. Okay. Also einmal ein Kuhschild bauen. Was für ein merkwürdiger Käfer. Zack und fang. Dies ist ein erstes Insekt. Ein Mistkäfer. Yay! Ich habe einen Mistkäfer gefangen. Ole, ole. Tor. Zaun. Aber wo habe ich denn jetzt... Habe ich das Schild schon... Ah, das habe ich schon. Okay. Gut. Halt, da ist noch eine Dose. Die kann ich noch mitnehmen. Nähere dich einem ruhigen Tier und streichle es. Wenn du das Tier streichelst, folgt es dir 20 Sekunden lang. So kannst du die Tiere von einem Gehege zum anderen führen. Halten zum Streicheln. Nee, aber wir haben doch auch... Sekunde. Wir haben... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich bin blind. Da. Okay. Nett. Haha. Das ist cool gemacht. Cool. Diese Minispiele machen wirklich einiges her. Kuhn, 35 Sekunden gemolken. Yay! Okay, ich glaube, das wäre es noch eine Aufgabe gewesen. Ich glaube, die Hühner brauchen was zu essen. Nein, 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 nein. Okay, hier habe ich nichts. Oh, hier haben wir Federn. Was für ein schöner Futterdruck. Wem der wohl gehört hat? Die ersten Eier. Yay! Na, wo ist denn der Futterdruck? Das wird mir gar nicht gesagt, ne? Wo der Futterdruck ist, ne? Naja, egal. Großvater, es gibt Käfer im Tal. Käfer, Schmetterlinge, Libellen und weitere Insekten. Schau dich nur um und sieh auch unter deinen Füßen nach. Du kannst auch versuchen, sie mit deinen Händen oder einem Netz zu fangen. Ich sage dir im Vertrauen, dass du aus Käfern Snacks für Tiere herstellen kannst. Schafe, Ziegen, Hühner und sogar Pferde freuen sich riesig, wenn du ihnen einige Insektenkugeln hinwirfst. Irgendwo in der Scheune sollte eine alte Maschine stehen, mit der du die Snacks vorbereiten kannst. Großvater, weißt du zufällig, was das für eine Feder ist? Lass mich einen Blick drauf werfen. Ah ja, die stammt wohl von einem Hahn. Früher hatten wir einen auf dem Bauernhof. Das sind sehr nützliche Vögel. Versuche einen zu finden und führe ihn zum Bauernhof. Wie macht man das am besten? Die beste Möglichkeit ist es, dir von einem Hund helfen zu lassen. Lass ihn an der Feder schnüffeln. Er sollte die Fährte aufnehmen und dich zum Vogel bringen. Wo finde ich weitere Tiere, Großvater? Der Appetit kommt beim Essen, richtig, Kind? Es gibt verschiedene Wege, Tiere zum Bauernhof zu bringen. Eine ist, Behausungen zu errichten und entlaufen... oder wilde Tiere zu jagen, um sie dort unterzubringen. Ich weiß, dass du zumindest noch einige Tiere auf dem Bauernhof herumlaufen. Am schnellsten fängst du sie ein, wenn du das einem Hund überlässt. Trainiere ihn auf der Stufe 3 und errichte einen Schafstall. Wenn du das getan hast, komm zu mir zurück und ich werde dir beibringen, wie du deinen Hund zum Hüten von Schafen einsetzt. Okay, jetzt können wir also auch Schafe fangen. Gut. Aber trotzdem, irgendwie muss ich doch die Hühner füttern. Komisch. Na gut. Ich soll also einen Schafstall errichten. Und ich darf ein Insektennetz bauen. Zäune, 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 Zäune.
Okay, damit sollte ich jetzt mal was anfangen können. Würde ich den Zaun, also beziehungsweise den Schafstall genau... Oh, da hinten sind die ganzen Schafe. Okay. Wenn den Schafstall hier hinten hin... Ah, muss ich da noch reparieren. Hier brauche ich erstmal noch Holz. Und der Hund muss mir gar nicht mehr sagen, wo die Schafe sind. Ich habe es ja jetzt gesehen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, so viermal draufhauen kann man. Hier bei den Bäumen war ich ja schon mal, ne? Na, komm. Und den nächsten Baum. Das sollte eigentlich reichen. Sollte reichen, um damit was anfangen zu können. Aber ich könnte natürlich auch hier raus einen Schafstall machen, ne? Ich weiß nicht, ob das sogar einfacher wäre. Hier ist sogar ein Tor. Also rein theoretisch doch macht es Sinn. Na, komm. Wunderbar. So, und dann stellen wir den hier hin. Schafe auf dem Bauernhof. Gesamt 7 im Stall 0. Ein Geigerkäfer. Da ist noch einer. Ach, den habe ich nicht erwischt. Schade. Na egal. Hier haben wir auch noch ein bisschen Unrat. So, aber ich brauche den Hund, brauche ich glaube ich nicht. Ich glaube, das ist etwas, was relativ simpel ist. So, die Schafe waren in der Richtung. Da. Na komm, folgt mir. Na komm. Ja, nochmal streicheln. Du bist ein liebes Schaf. So, Schaf Nummer 1 ist gefangen. Suche den Hahn. Achso, ja gut, da brauche ich den Hund. Wo ist der Hund da? Dafür brauche ich den Hund. Für den Hahn brauche ich definitiv den Hund. Ja, ich muss ihn erstmal streicheln. Beziehungsweise gegebenenfalls sogar noch Stöckchen werfen. Na komm. Und einmal noch streicheln. Komm. Weil es so schön war. Okay, jetzt folgen wir dem Hund und suchen unseren Hahn.
Wo werden wir wohl den Hahn finden? Sag nicht, dass hier in der Nähe vom Hof. Also hier wirklich in der Nähe. Immer schön folgen. Bisher haben wir noch nichts mit den Pflanzen zu tun gehabt. Finde ich auch ganz interessant. Das wäre eigentlich so das Erste, was ich machen würde. Nein, wir kümmern uns jetzt hauptsächlich erstmal am Anfang um die Tiere. Wohin des Weges? Oh, hier unten sind Pilze. Ja, ich bin noch da. Na komm. Wie ist er dort hinaufgekommen? Vielleicht kann die Katze ihn überzeugen, herunterzukommen. Na toll. Also muss ich die Katze jetzt überzeugen. Super. Ich muss die Katze dahin locken. Und sozusagen den Hahn erschrecken. Halt, die Katze ist in der Richtung. Komm her, Kitty Cat. Na komm mit, Kram. Na komm, nochmal streicheln. Nein, nicht weglaufen. Nein! Nicht den... Ah, nicht das Fangen. So, dann haben wir den Hahn. Führe den Hahn zum Bauernhof. Mach ich doch. Indem ich ihn auf dem Arm habe. Hallo, Oma. Hallo, mein Liebes. Zupp-di-dupp-di-du, schön mit dem Hahn. Da haben wir ihn. Schön bunt. Der verlorene Hahn abgeschlossen. Okay. So, das ist erledigt. Das heißt, jetzt haben wir Hühner, wir haben ein Schaf. Aber Oma hat auch noch was zu sagen. Willow ist zurück und wohlauf. Oh, danke, Liebling. Als ich das glückliche Moon gehört habe, wusste ich gleich, dass meine Freundin zurückkommt. Ich bin nicht die Einzige, die dir dankbar ist. Willow möchte sich auf die Art dafür bedanken, dass du sie gerettet hast. Tiere fühlen sich in ihrem Stall sicher. Und wenn sie keine Angst vor Räubern haben, geben sie zum Beispiel Milch. Nimm diese Kanne und melke Willow. Wenn du mir die Milch bringst, werde ich dir beibringen, wie man damit einen köstlichen Eintopf macht. Schau, Großmutter, ich habe 3 Eier. Gut gemacht. Mit Eiern kannst du verschiedene Dinge machen. Du kannst sie verwenden, um köstliches Rührei zuzubereiten. Du kannst sie verkaufen. Du kannst sie auch benutzen, um Hühner zu züchten. Für diese Aufgabe brauchst du einen Inkubator. Stell ihn einfach auf den Boden oder Tisch, leg ein Ei hinein und warte bis 2 Tage ab. Okay. Habe ich den jetzt erhalten oder muss ich den... Oh, den habe ich erhalten. Okay. Na, dann nehmen wir doch mal den Inkubator. Und züchten ein Huhn. So. Platzchen. Tag bis zum Ausbrüten 2.
Wie ich sehe, machst du dich schon gut als Schafshirte. Nimm diese Pfeife, damit kannst du deinen Hund rufen. Wenn du Probleme hast, die Schafe zu finden, gib deinem Hund dieses Stück Wolle, damit er die Fährte aufnehmen kann. Offensichtlich weißt du bereits, wie man normale Zäune errichtet. Wenn du demnächst eine neue Art Zaun irgendwo im Tal entdeckst, komm zu mir. Ich werde dir beibringen, wie man ihn in der Werkstatt errichtet. Danke, Großvater. Brüte ein Küken im Inkubator aus. Melk Willow. Okay, dann melken wir die halt nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade kann. Ich glaube, ich muss einen Tag warten, weil das Symbol darüber fehlt. Also müssen wir die Schafe... Warte mal, mit dem Hund. Hund. Pfeife, Pfeife, Hund, Hund, Hundepfeife. Na komm. Schön alle da zur Farm. So seid ihr, liebe Schafe. Komm. Schön rein da. Yes! Wir haben alle Schafe. Juhu! Juhu! Alle Schafe gefangen. So. Oh, eine neue Zaunart. Hä, wo denn? Ich werde meinen Großvater danach fragen. Vielleicht weiß er, wie man mit solchen... wie man solch einen Zaun herstellt. Meint er jetzt ernsthaft den hier? Oh Mann. Ich könnte hier das Stück erstmal reparieren. Dass das hier schon mal ordentlich aussieht. Okay, Leute. Das heißt, die Schafe haben wir gefangen. Wir haben das Ei zum Ausbrüten hingelegt. Wir haben eigentlich schon vieles erreicht. Und jetzt heißt es nur noch Willow melken, Hühner ausbrüten. Und die Obstgartenbäume suchen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohort Rhein. Tschüss.